Autohauser präsentiert Mille Miglia 2019 mit Yellow Fox, Car Competence Center, Aktionobel und Glutz Kommunikation. Mille Miglia 2019, das traditionelle Oldtimer-Rennen von Brescia auf Rom und Retour. Dabei die beiden Schweizer Thomas Hauser und Marco Ciocci. Heute früh am Morgen haben die beiden Teilnehmer der Lancia Aurelia aufgeladen. Ich wollte vor der Abfahrt wissen, wie sich der Pilot Thomas Hauser fühlt. Ja, noch ein bisschen müde am Morgen früh. Sehr spannend. Wir hoffen, eigentlich alles einpackt, was wir brauchen. Das Wetter ist im Moment sehr gut. Wir sehen ein bisschen die Alpen hindern. Jetzt fahren wir ganz gemütlich los nach Brescia und machen dort Programm. Jetzt sind die beiden unterwegs Richtung Italien. Wir schalten uns live zu. Thomas Hauser, läuft alles glatt oder könnte es noch Schwierigkeiten geben? Ja, die erste grosse Herausforderung ist der Zoll in Chiasso. Da gibt es ja so Geschichten, dass das problematisch sein könnte, wenn man mit alten Autos kommt, die auf dem Anhänger sind. Da gibt es ja verschiedene Storys, dass man da ein Garne Abta braucht, um die Ausfuhr und die Einfuhr beim Heiko bestätigen. Dann gibt es aber auch wieder einen neuen Bericht vom ACS, der sagt, wenn das Auto eingelöst ist, was bei uns der Fall ist, und nicht mit dem Wechselnummer, was bei uns auch der Fall ist. Es wird kein Problem geben, aber das werden wir in einer halben Stunde wissen, wenn wir am Zoll sind. Und der Worst Case ist, dass das Auto abladen, wenn es blöd tönt. Und dann würde der Co-Pilot, der Marco, dann vermutlich mit dem Auto über den Zoll fahren und dann würde er wieder aufladen. Und dann wäre das Problem auch gelöst. Wir würden einfach eine Stunde verlieren bei dieser Aktion. Jetzt sind wir gespannt, wie das läuft in Chiasso. Nehmen wir an, es läuft alles glatt. Was sind die nächsten Schritte in Brescia? Gibt es eine Abnahme vom Lancia? Wo muss man sich melden? Ja, ich bin das erste Mal dort, aber es wird so sein. Es gibt eine technische Abnahme, wo das Fahrzeug angeschaut wird, ob es funktioniert. Ich glaube zwar nicht, dass es zu vergleichen ist mit einer MFK-Kontrolle in der Schweiz, aber die wollen natürlich, dass die Autos auf die Strecke gehen, fit sind, funktionieren. Gleichzeitig wird man alle Dokumente bekommen, sprich alle Roadbooks, vermutlich für die 4 Tage. Und nach dieser technischen Abnahme fahrt man in die Altstadt, stellt das Auto ab. Wird es zugewiesene Plätze geben oder nicht, weiss ich nicht. Dann bleiben eigentlich die Autos dort bis zum Start, sodass man für sich am Schluss hier 455 Autos in der Altstadt von Brescia stehen. Das ist natürlich ein Riesenfest für alle Besucher, für alle Leute, die hier kommen können. Ein wunderschönes Auto an. Danke Thomas Hauser, wir wünschen weiterhin gute Fahrt in diesem doch fantastischen Wetter. Wir melden uns wieder, wenn die beiden in Brescia angekommen sind. Mille Miglia 2019 mit unseren zwei Schweizern. Das Abenteuer fängt nächstens an. Die Mille Miglia Berichterstattung ist präsentiert worden von Yellow Fox, Car Competence Center, Aktionobel und Glutz Kommunikation.